Da wir mit dem letzten Sims Delivery Express sogar noch ein paar weitere überraschende Objekte erhalten haben, möchte ich euch in diesem Video alle Inhalte des letzten kleinen Content Updates für euch zusammenfassen. Wie schon in meinem letzten Shorts-Video erklärt, haben die Entwickler mit dem neuesten Sims Delivery Express am Donnerstag neue Objekte bzw. Farboptionen im Ersteller eines Sim-Modus passend zum Spiel Mass Effect von EA hinzugefügt. So haben diese drei Basisspiel-Kopfbedeckungen jetzt auch eine Farbalternative mit Mass Effect Branding. Es gibt ein paar neue Farbalternativen für dieses Männeroberteil und ein neues für Frauen, welches auch in neutralen Farben bereitsteht. Ansonsten haben die Entwickler diese beiden Tattoos für alle Sims hinzugefügt, welche natürlich auch einen Mass Effect Bezug haben. Und die neuen Werbeinhalte hören nicht auf, denn passend zur WM haben die Entwickler noch dieses grauenhaft hässliche Trikot mit mehreren Länderflaggen integriert, welches sich die Entwickler in Bezug auf die aktuelle Situation im Austragungsland einfach hätten sparen können. Das aber wohl größte Highlight für viele sollten wohl die zwei neuen Frisuren und neuen Mustaches sein. Hier seht ihr die Frisuren für Männer und Frauen, welche in unterschiedlichen Farben bereitstehen und in Kooperation mit der Simmerin D-Sims implementiert wurden. Warum aber die Männerfrisur so unfassbar ähnlich zu der aus dem Highschool-Jahre-Erweiterungspack ist, ist für mich immer noch ein Rätsel. Hätte man hier nicht stattdessen eine komplett neue entwerfen können? Ansonsten wurden diese drei neuen Bärte für Männer implementiert, von denen wir nach so vielen Jahren die Sims 4 tatsächlich erstaunlich wenig haben. Für mich eine längst überfällige Ergänzung. Ansonsten wurde noch das Lied Practice von der brasilianischen Sängerin Anita ins Spiel hinzugefügt, welche derzeit ebenfalls eine große Rolle in der neuen Werbekampagne von den Sims spielt. Damit hätten wir jetzt auch die Lösung, woher der Plumbob von der Warner Bros. Studiowand vor einigen Wochen herkam. Er gehört zu diesem Musikvideo. Habt ihr auch den Fehler im Spiel, dass eure Sims sich fast zufällig gegenseitig ankeifern und herumstreiten und ihr habt keine Ahnung, warum sie das tun? Dann gibt es hierzu ebenfalls etwas Neues. Nachdem die Entwickler ursprünglich gemeint haben, dass der Fehler mit diesem Sims Delivery Express behoben wird, wurde die Korrektur auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Für alle, die sich dafür interessieren, wie solche Fehler überhaupt zustande kommen, hat die Simmerin Kutau eine spannende Erklärung geliefert. Die Sims überprüfen immer vorher, ob ihre Interaktion, die sie ausführen wollen, mit ihrer Stimmung, ihren Merkmalen und dem aktuellen Gespräch mit anderen Sims zusammenpasst. So wird zum Beispiel ebenfalls vorher abgeprüft, ob der Sim den technikfeindlichen Lebensstil aus der Ab-in-Schneeparadies-Erweiterung hat. Damit schreit er nämlich automatisiert die Servobots aus dem An-die-Uni-Erweiterungspack an. Wenn man aber die Ab-in-Schneeparadies-Erweiterung nicht installiert hat, führt dieser Test auf das Merkmal in Kombination mit dem frisch hinzugefügten Treu-Merkmal ins Leere, da das Spiel nicht richtig überprüft, ob man die Erweiterung überhaupt besitzt. Bei einem Fehler im Spiel spielen also viele verschiedene Packs und Systeme ineinander. Bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr derzeit fette Sachpreise wie eine PS5, Switch OLED oder Instant Gaming Guthabenkarten gewinnen. Das Gewinnspiel findet ihr ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Was denkt ihr über den neuen Sims Delivery Express Inhalt? Werdet ihr die neuen Schnauzbärte viel verwenden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.